Ja, also jetzt wirklich herzlich willkommen hier im Deep Space und zu Hause an den mobilen oder fixen Endgeräten. Heute werden Sie in Wahrheit drei wirklich sensationelle Sachen erfahren. Das erste, warum heißt das Ganze Cinematic Rendering? Was hat der heutige Abend mit Kino zu tun? Das zweite wird sein, wie kann man so eine Technologie aktuell einsetzen, um den Medizinstudenten die Anatomie leichter zugänglich zu machen. Und das Dritte, und um das wird es wirklich heute sozusagen ganz speziell gehen, wie schaut das eigentlich technisch aus? Was steht technisch dahinter, dass das möglich ist? Und für diese drei großen Fragen haben wir zwei Referenten hier. Und da möchte ich bitte einen kleinen Applaus bitten, insbesondere für den Kollegen, der aus Deutschland gekommen ist, Dr. Klaus Engel aus Erlangen. Bitte einen kleinen Applaus. Bitte Klaus, komm zu mir, weil es ist wirklich was Besonderes. Wir haben heute noch telefoniert und haben gesagt, willst du kommen, traust du dich in diese gefährliche Zone? Aber wirklich gefährlich ist es erst ab Samstag, dann gilt die Reisewarnung, dann wäre es nicht mehr gegangen, aber heute, Gott sei Dank, kannst du noch da sein. Dr. Klaus Engel ist ein Entwickler bei Siemens Healthineers und er hat sich diese Technologie ausgedacht, wie man aus medizinischen Daten hochauflösende und fotorealistische Darstellungen machen kann. Und der Dr. Klaus Engel wird dann im Laufe des heutigen Abends auch erklären, wie das technisch funktioniert und was da dahinter steckt. Unglaublich faszinierend. Und ich kann es Ihnen sagen, auch wenn Sie kein Techniker sind, ich bin auch keiner, ich habe es weitestgehend verstanden, oder zumindest habe ich das Gefühl gehabt, ich habe es verstanden. Also es wird wirklich so erklärt, dass man es nachvollziehen kann. Und was das Ganze mit der Medizin zu tun hat, da darf ich dich bitten, Professor Dr. Franz Fellner zu mir zu kommen. Auch bitte einen Applaus, auch nicht selbstverständlich in Tagen wie diesen. Professor Fellner hat das Ganze sozusagen nach Linz gebracht und hier diesen Prototypen für die Lehre eingesetzt. Und es war am Montag 3 Stunden Anatomievorlesung, 30 Studierende sitzen hier im Raum, lernen Anatomie mit dieser Technologie. Wie das Ganze weitergeht, wie das Ganze derzeit ausschaut, das wird vom Professor Dr. Franz Fellner präsentiert, wie es technisch funktioniert, vom Dr. Klaus Engel. Und so freue ich mich auf eine spannende Stunde mit Cinematic Rendering und freue mich, dass Sie alle da sind. Und ja, danke fürs Kommen an die beiden Referenten. Danke fürs Kommen an Sie. Einen schönen Abend. Vielen Dank, Herr Direktor, meine Damen und Herren. Wer von Ihnen hat denn schon mal eine computertomografische Untersuchung bekommen? Ein CT bitte, Arm hoch. Sie wissen, wie die Bilder ausschauen. So grau-weiß. Man kann sich kaum was drunter vorstellen, sozusagen wie eine visuelle Fremdsprache. Und mit diesen Bildern beschäftigen wir uns heute Abend. Ich könnte jetzt eine Stunde lang mit Schnittbildern einen wunderschönen Vortrag halten, der Sie unendlich langweilen würde. Jetzt haben wir aber die wunderbare Gelegenheit, dass der Klaus Engel vor einigen Jahren eine Methode entwickelt hat, wo man das 3D darstellen kann, und zwar extrem realistisch. 3D kann man schon länger, aber das ist besonders realistisch. Und das ist jetzt eine CT-Untersuchung, die 3D rekonstruiert wird. Zum Verlauf, immer wenn wir hier vorne sind, dann brauchen Sie die Brillen nicht. Immer wenn ich nach hinten gehe und einen Datensatz aufrufe, dann brauchen Sie die Brillen. Es wird dann live gerendert, dauert immer auch ein bisschen, weil alles live passiert, online gerechnet. Klaus hat diese Technik Cinematic Rendering genannt. Cinematic deswegen, weil ihm die Idee kam, als er im Kino war und den Herrn der Ringe gesehen hat, den Gollum. Da hat er sich gedacht, Oberflächenrendern ist primitiv. Aufwendig ist es, Volumendatensätze, wie wir sie mit CT und MR gewinnen, die zu berechnen, ist höchst schwierig. Das hat sehr früh zu großem internationalen Aufsehen gesorgt und ist eine Methode, die wir jetzt mittlerweile in der Lehre schon routinemäßig einsetzen. Dann schauen wir uns im ersten Fall mal an, wie das Ganze aussieht. Bitte den ersten Datensatz. So, Brille. Das ist jetzt eine CT-Untersuchung von Kopf und Hals. Schaut schon ganz brauchbar aus. Was schön ist, dass wir die Kontraste ein bisschen verändern können. Mehr Richtung Weichteile, mehr Richtung Knochen. Alles wunderbar. Und schön ist auch, dass man es drehen kann.
was natürlich das Verständnis einer dreidimensionalen Topographie in der Anatomie deutlich erleichtert. Und natürlich, wenn Sie wollen, kann er auch näher kommen. Sie merken schon, wenn ich ihn ein bisschen stehen lasse, dann wird er immer besser, weil die Rechenvorgänge extrem komplex sind. Da sehen wir jetzt sehr schön hier den Jochbogen, der ist natürlich entsprechend fragil, also einen stärkeren Schlag mit dem Maßkrug verträgt er nicht, dann bricht er. Hier drunter das Kiefergelenk, ein sehr komplexes Gelenk, dieses kleine Kiefergelenk. Da sehen wir den breiten Kopf. Der Sporn hier vorne ist für Muskeln. Und direkt hinter dem Kiefergelenk geht es rein in den Bereich vom Mittel- und vom Innenohr. Das ist jetzt eine Möglichkeit. Jetzt können wir aber auch den Kontrast verändern. Man nennt das Transferfunktionen. Wird uns der Klaus noch erklären. Jetzt ist die Transferfunktion so eingestellt, dass wir die Weichteile besser sehen. Jetzt sehen wir Gefäße, das ist eine kräftige Halsvene. Dann sehen wir rot Speicheldrüsen, die Unterkieferspeicheldrüse, die Glandula submandibularis, hinten die Ohrspeicheldrüse, die ist vor und unter dem Ohr. Dann Muskeln vom Hals. Was ist das hier? Der Knochen. Das Zungenbein, genau. Das ist das Zungenbein. Hyoid. Und wir nennen jetzt einfach die Muskulatur darunter infrahyoidale und darüber suprahyoidale Muskulatur. Das ist die Mundbodenmuskulatur. Der Muskel hier, sehr kräftiger, ist das Sternocleidomastoideus. Der dreht den Kopf zur Gegenseite. Wenn Sie so die Muskeln anschauen, das sind in Wirklichkeit ja viele, viele Muskeln am Hals. Und die sind zuständig für Kauen, Essen, Sprechen, Mundbewegen. Natürlich auch fürs Küssen. Was glauben Sie, wie viele Muskeln Sie brauchen für einen guten Kuss? Ich meine jetzt nicht Bussi-Bussi, sondern wirklich einen guten Kuss. Da finden Sie im Internet, wenn Sie so schauen, Angaben bis zu 28 Muskeln. Das halte ich für nicht richtig. Ich glaube, dass man mit 10 Muskeln einen hervorragenden Kuss schon hinkriegt. 28 Muskeln, wenn die anziehen, bitte, da entsteht ja Unterdruck im Partner. Hier sehen wir die Gefäße. Da haben wir einerseits die Arterien, die führen das sauerstoffreiche Blut weg vom Herz zu den Organen, in dem Fall hier zum Gehirn hoch. Und dann daneben kräftige Vene. Die Vene, die bringt dann das sauerstoffarme Blut von den Zielorganen zum Herzen, wo es dann in den kleinen Kreislauf zur Lunge kommt. Die Halsschlagader, werden Sie wahrscheinlich wissen, das ist die Arteria carotis. Die Arteria carotis, die teilt sich hier in Höhe vom Zungenbein. Und jetzt gehen wir mal rein in den Hals, oberhalb vom Zungenbein. Da sehen wir jetzt, wie die Arteria carotis zur Schädelbasis zieht. Da geht sie rein in die Schädelbasis. Und direkt dahinter und daneben kommt raus die Vena jugularis. Die transportiert dann das sauerstoffarme Blut vom Gehirn zum Herzen. Daneben wieder ein Knochenfortsatz, der Processus dyloideus, für Muskeln, für den Schlund. Das sind die Nasennebenhöhlen, die Stirnhöhle, Kieferhöhlen. Das sind die Nasenmuscheln. Die Nasenscheidewand in der Mitte. Jetzt werfen wir noch einen Blick ins Schädelinnere. Also was hier so Luftraum aussieht, ist natürlich nicht leer. Da ist das Gehirn drinnen. Aber das blenden wir jetzt aus, weil wir sehen jetzt auf die Schädelbasis. Hier ist die frontale Schädelbasis. Da kommen die kleinen Riechnerven rein zum großen Riechnerven. Und hier sehen wir jetzt, wie unsere Arteria carotis, die mittlerweile schon ganz dünn ist, reinzieht in den Schädelbereich. Hier teilt sie sich dann auf in eine mittlere, eine vordere und eine hintere Gehirnarterie. Direkt darüber ist wieder ein Loch in der Schädelbasis, da zieht der Nervus opticus vom jeweiligen Auge durch. Und das ist die ganz gefährliche Arterie, die Arteria cerebrimedia.
Etwa 80% der Schlaganfälle finden in diesem Gefäßbereich statt, durch hochgradige Einengung oder Verschluss einer dieser Arterienäste. Die Kugel hier, die gehört nicht hin, das ist ein großes Aneurysma, deswegen wurde die Patientin untersucht. Hier haben wir dann die großen Venen, die das Blut aus dem Gehirn ableiten, Sinus genannt, der Sinus sagittalis superior, der zieht direkt unter dem Knochen hinten runter und dann teilt er sich auf in zwei quere Sinus, deswegen transversus genannt, querer Sinus, dann wieder S-förmig, der Sinus sigmoideus und dann zieht er raus wieder durch die Schädelbasis und wird zur Vena jugularis, die wir vorne gesehen haben. Arterien hinten, die kommen rein durch das große Hinterhauptsloch hier, die beiden Vertebralarterien, die versorgen das hintere Drittel vom Gehirn, die fließen dann zusammen zu einer Arterie, der Arteria basilaris, und die gibt dann die Äste zur Versorgung von Kleinhirn, Hirnstamm und hinteren Gehirnabteilen ab. Bitte umschalten. Angefangen hat die Sache ziemlich genau vor 125 Jahren mit dem Röntgen, als er die Röntgenstrahlung entdeckt hat. Und damals war schon allen klar, sensationell. Nicht nur für die Medizin, auch für andere Bereiche. Naturwissenschaften, denken Sie nur an Molekül- und atomare Analysen. Und auch in der Kunst hat man es frühzeitig eingesetzt und tut das heute noch. Zum Beispiel drüben in England der Nick Wiese. Der röntgt alles Mögliche. Unterwäsche, Oberwäsche, Spielzeug, Blumen, aber auch größere Dinge. So hier ein VW-Käfer, so schaut ein VW-Käfer im Röntgenbild aus. Ein wunderschönes Auto, nicht nur von außen, sondern auch im Röntgenbild. Und ich kann Ihnen sagen, der Nick Wiese, der röntgt nicht nur große Dinge, er röntgt auch ganz große Dinge. Was dann entsprechend aufwendiger ist, wie zum Beispiel dieser Bus hier. Also tolle Sachen, die die da machen heute, vor allem der Nick drüben. Aber wir haben ein Problem in der Medizin beim Röntgen. Wir komprimieren ein 3D-Volumen auf ein zweidimensionales Bild. Und das ist natürlich eine gewisse Fehlerquelle. Weil Röntgenbilder sind in Wahrheit damit Schattenbilder. Und das Problem von Schattenbildern zeigt niemand besser als Tim Noble und Sue Webster. Schauen Sie sich diesen romantischen Schatten hier an. Dieses Pärchen im Mondenschein, sicher frisch verliebt. Was ist die Realität, die diesen Schatten wirft? Das da. Das macht den Schatten. Genauso bei diesen Installationen allen hier. Das ist das 3D-Volumen, das diesen Schatten wirft. Das ist natürlich ein Problem. Und dieses Problem haben wir in den Griff bekommen durch die Schnittbilddiagnostik. Computertomographie, Magnetresonanztomographie schauen aus wie große Waschmaschinen, ziemlich gleich die Dinger. Und die machen eines. Die machen Schnittbilder. Nehmen wir den Cicero, wir untersuchen jetzt seinen Kopf, dann untersuchen wir den in Schichten und dann kriegen wir diese Schnittbilder hier raus. Und damit kriegen wir einen genauen Einblick in die Anatomie innen drin. Und jetzt habe ich ein Beispiel genommen für Sie. Ein Objekt, das kennen Sie von Kindesbeinen an, das sind die Unterschenkel, Oberschenkel. Das ist Becken, das ist der Bauch mit den Armen, der Kopf mit der Nase, der Kopf mit den Augen und der Kopf mit den Ohren. Und jetzt, was könnte das sein? Jetzt versuchen Sie mal zu rendern im Kopf, wie die 3D-Oberfläche aussieht. Sie ist auf alle Fälle extrem behaart. Ich zeige Ihnen das Cinematic Rendering zu diesen Schnittbildern. Das ist das Objekt. Genau. So schaut der Alltag in der Schnittbilddiagnostik aus. Das sind die dünnen Schichten. Und 3D dargestellt mit Cinematic Rendering sehen wir, wie es dreidimensional wirklich ausschaut. Und die habe ich hier noch mit Licht fotografiert. Und da sehen Sie schon, dass die Qualität eigentlich sensationell ist. Ob Sie sie jetzt mit Röntgenstrahlen, CT oder mit Licht untersuchen, ziemlich identisch. Nächster Datensatz bitte, Abdomen 1a. Werfen wir doch noch einen Blick in den Bauchraum.
Was ist denn alles so drin im Bauch? Fangen wir von oben an. Wir kommen von oben. Hier ist das Herz angeschnitten. Hier in dem Bereich. Hier sind Gefäße von der Lunge. Hier haben wir die Wirbelsäule hinten. Und dann sehen wir hier zwei Schläuche. Der da ist schneeweiß, weil Kontrastmittel drinnen ist, das wir ins Blut gespritzt haben. Das ist die Hauptschlagader, die Aorta. Die liegt direkt an der Wirbelsäule. Und vorne dieser kleine Schlauch, wer könnte das sein? Der liegt vor der Hauptschlagader, hinterm Herzen. Das ist die Speiseröhre, der Ösophagus. Das sehen wir jetzt. Er hat eine sehr kräftige Muskelmantel, dieser Ösophagus. Klar, er muss sich ja kontrahieren, wenn wir schlucken. Und jetzt zieht er hier durch, durchs Zwerchfell. Und da geht er jetzt rein in den Magen. Hier sehen wir den Magen, den schauen wir uns jetzt von der Seite an. Hier kommt der Ösophagus runter. Hier geht es rein in den Magen. Das ist der Körperbereich vom Magen, der große Anteil. Jetzt sind wir drin im Magen. Und hier geht es Richtung Magenausgang. Da hinten ist der Magenausgang. Dieses Organ hier, was wird das wohl sein? Die größte Drüse vom menschlichen Körper, im rechten Oberbauch, liegt die Leber, direkt unterm Zwerchfell. In der Mitte die Bauchspeicheldrüse. Und wenn wir rausgehen vom Magen, dann kommen wir jetzt in den Zwölffingerdarm, ins Duodenum. Das Duodenum macht so einen C-förmigen Bogen, geht dann nach hinten, verläuft quer zur linken Seite und dann wieder nach oben und geht über dann in den nächsten Abschnitt des Dünndarms. Im linken Oberbauch hinten finden wir dieses Organ, das ist die Milz, also Leber, Magen, Milz, Bauchspeicheldrüse, darunter dann der Dünndarm. Aus der Leber kommt einiges raus. Welche Flüssigkeit wird hier produziert, die dann in den Magen-Darm-Trakt abgegeben wird? Die Gallenflüssigkeit. Und die läuft über den Gallengang hier runter, runter zum Kopf der Bauchspeicheldrüse. Dann zieht sie durch den Kopf der Bauchspeicheldrüse und dann wird das Sekret in den Zwölffingerdarm ins Duodenum abgegeben. Was haben wir hier hinten in der Tiefe? Das sind die Nieren. Die liegen hinterm Bauchfell. Hinten ist retroperitoneal. Wenn wir in die Nieren so reinschneiden, dann stellen wir fest, die haben eine Rinde und ein Mark. Und hier wird unser Blut immer gesäubert, filtriert. Da laufen am Tag so 180 Liter durch, Primärhahn, die dann resorbiert werden, wieder der größte Teil, sodass wir dann 1,5 Liter am Tag ungefähr ausscheiden. Diese Struktur hier ist dann der Dickdarm. Vom Dünndarm geht es rein in den Dickdarm, rechter Unterbauch. Der zieht dann hier hoch, quer rüber. Und auf der linken Seite runter und hier geht es dann Richtung Enddarm, zum Rektum. Bitte umschalten.
begrüßen und ich möchte Ihnen ein bisschen was über die technischen Hintergründe erzählen, wie diese Bilder denn hier entstehen. Denn diese Bilder sind ja nicht vorberechnet, sondern die entstehen hier live mit Computern, die hier im Ars Electronica Center installiert sind. Und wir schauen uns mal ein bisschen an, wie solche Bilder überhaupt berechnet werden können mit einem Computer. Zunächst mal ist die Frage, warum brauchen wir denn überhaupt Fotorealismus in der medizinischen Bildgebung? Die Frage könnte man sich stellen. Wir hatten seit vielen Jahren Bildgebung in der Medizin, hauptsächlich Schnittbilder, aber auch dreidimensionale Darstellungen gab es schon viele Jahre. Aber jetzt ist diese Darstellung eben sehr fotorealistisch geworden, wie Sie es gesehen haben, oder sehr, sehr plastisch. Wenn Sie sich mal diese Testszene hier auf der linken Seite anschauen, dann sehen Sie, das ist eine Kugel, die über einem Schachbrett schwebt und die wirft einen Schatten auf dieses Schachbrett. Und wenn Sie sich mal die Szene daneben anschauen, dann ist das genau die gleiche Szene. Da wurde nichts verändert, bis auf die Position des Schattens. Das heißt, die Kugel ist wirklich an der exakt selben Stelle wie links, nur die Position des Schattens wurde verändert. Unser Eindruck aber, wo sich die Kugel befindet, in der Tiefe sozusagen über dem Schachbrett, also wie weit hinten die Kugel im Schachbrett ist, über dem Schachbrett ist und wie weit sie entfernt ist vom Schachbrett, ist aber komplett unterschiedlich. Das liegt daran, dass unsere Augen und unser Gehirn seit unserer Kindheit daran gewöhnt ist, solche Schatten, Schattierungen, kleine Lichtunterschiede zu detektieren und zu interpretieren und dreidimensional natürlich dann die Struktur zu erkennen. Wenn wir jetzt, jetzt einen CT-Datensatz anschauen, der mit dem traditionellen Verfahren visualisiert wurde, das wir schon seit 20, 30 Jahren haben, dann sehen Sie, wenn Sie sich dieses Blutgefäß hier anschauen, wie das hier am Kiefer vorbeizieht, CT-Datensatz, dann sehen Sie, es ist wirklich schwer zu sagen, wie weit ist denn das Blutgefäß vom Kiefer entfernt? Ist es sehr nahe dran? Ist es weit weg? Entfernt es sich? Oder wie verläuft es denn genau? Rechts jetzt das Cinematic Rendering dazu, da sehen Sie, wie dieses Blutgefäß hier verläuft. Es wirft einen Schatten und man sieht, es nähert sich hier an den Kiefer an und entfernt sich hier wieder vom Kiefer etwas. Und das sind natürlich Informationen, die für einen Chirurgen zum Beispiel sehr wichtig sind, wenn er beurteilen möchte, wie nah läuft denn ein Blutgefäß an einem Tumor vorbei, muss ich da recht vorsichtig sein, wo muss ich genau schneiden und so weiter. Solche Informationen sind natürlich sehr wichtig. Das ist sozusagen die Tiefenwahrnehmung, die über Cinematic Rendering und über dieses fotorealistische Rendering verbessert wird. Aber auch die Formwahrnehmung wird verbessert. Wir haben jetzt hier eine Testszene. Sie sehen, das ist eine Kugel. Man würde denken, ja, die Kugel ist aufgeschnitten. Ein Viertel oder ein Achtel der Kugel wurde rausgenommen. Aber wenn wir uns das jetzt im Cinematic Rendering anschauen, dann sehen Sie, es sind zwei ineinander gestapelte Kugeln. Und das kommt auch wieder nur durch einen Effekt heraus, der sich Ambient Occlusion nennt, Umgebungslichtabdeckung. Das heißt, weniger Licht kommt in die Kugel hinein und es wird auch weniger aus der Kugel heraus reflektiert. Dadurch erscheinen dieser Spalt auch zwischen diesen zwei Kugelschalen dunkel und wir können sofort interpretieren, es sind zwei ineinander geschachtelte Kugeln. Und jetzt das Übertragen wieder auf einen Datensatz. Hier wurde virtuell die Schädeldecke bei einem solchen Magnetresonanzdatensatz entfernt, um das Gehirn freizulegen. Wie gesagt, nur virtuell, da hat jemand wirklich mit einem Art Zeichenprogramm die Pixel einfach weggenommen, die zur Schädeldecke gehören, um das Gehirn freizulegen. Und Sie sehen schon im Vergleich, die Gehirnoberfläche kommt sehr viel plastischer im Cinematic Rendering heraus. Nun, wie erzeugt man denn überhaupt solche dreidimensionalen Bilder? Und die entstehen ja jetzt hier wirklich auf dieser Leinwand hier in Echtzeit. Und das Verfahren ist eigentlich sehr lange schon bekannt. Wenn Sie sich mal dieses Bild von Albrecht Dürer anschauen, dem berühmten Nürnberger Künstler, Wissenschaftler, Mathematiker, dann dokumentiert er in diesem Bild, wie zu dieser Zeit, nämlich 1525, das sehen Sie hier, perspektivisch korrekte Bilder gemacht wurden. Und zwar sind die beiden Herren hier dabei, ein perspektivisch korrektes Bild dieser Laute zu erzeugen. Wie machen sie das? Dieser Herr hier hat einen Griffel in der Hand, an dem ein Faden befestigt ist. Dieser Faden wird gespannt, und zwar hier hinten an der Wand über eine Öse mit einem Gegengewicht. Was jetzt dieser Herr hier macht, ist, er tastet die Oberfläche der Laute ab. Einzelne Punkte der Oberfläche der Laute werden abgetastet. Und der Herr hier, der markiert den Schnitt dieses Strahls, dieses Fadens mit unserer Projektionsfläche. Also auf dieser Projektionsfläche, die jetzt hier nach hinten geklappt ist zur Illustration, markiert er den Schnittpunkt. Und hier, das entspricht unserem Bildschirm heutzutage, unserer Leinwand, wenn Sie so wollen, hier im Deep Space. Und wenn man das oft genug macht, oft genug sampled, wie man heutzutage sagt in der Mathematik, also abtastet, ein Signal abtastet, das Signal ist die Laute in dem Fall,
dann bekommt man ein Bild der Laute, und zwar so, als würde man hier von der Öse aus durch unsere Leinwand durchschauen auf diese Laute. Also das Auge ist wirklich hier und wir schauen auf die Laute und das Bild, das entsteht, ist als wirklich, als wäre das Auge hier. Und das Bild ist perspektivisch korrekt, das heißt, mit der Verkürzung, die man nach hinten hat, die wird dort eingefangen und alle diese Dinge. Nun tastet der Herr leider nur die Oberfläche der Laute ab. Aber wenn Sie jetzt an so einen Datensatz denken, an die Schichtbildgebung, von der wir schon geredet haben, dann wird ja auch das Innere des Körpers aufgenommen. Nicht nur die Oberfläche des Körpers, die Haut, die ist jetzt für den Arzt nicht so interessant, sondern wirklich das Innere des Körpers. Und deshalb müssen wir nicht nur schauen, wie das Licht mit der Oberfläche eines Objekts interagiert, sondern wie es auch volumetrisch mit dem Objekt interagiert. Wenn ich nochmal kurz zurückgehe, dann muss ich nochmal sagen, was die Beobachtung hier ist, ist, dass Licht sich geradlinig ausbreitet. Also man nimmt an, das Licht, das hier jetzt reflektiert wird, geht geradlinig entlang dieses Fadens in mein Auge hinein. Das ist die Beobachtung. Licht breitet sich geradlinig aus und das ist eine gute Beobachtung, das ist wahr. Aber wie gesagt, wenn wir uns ein volumetrisches Objekt anschauen, ein Objekt, das gar keine definierte Oberfläche hat, wie eine Wolke zum Beispiel hier links oben, dann sehen Sie, das Licht wird reflektiert an der Oberfläche zum Beispiel. Also eine Streuung findet statt des Lichts. Das Licht wird auch in der Wolke absorbiert. Das heißt, die Energie des Photons, Licht besteht ja aus diesen kleinen Teilchen, aus den Photonen, die Energie wird absorbiert und in Energie umgewandelt, also in Wärme im Allgemeinen. Aber es ist sogar noch komplexer. Das Licht kann mehrmals gestreut werden. Also es ändert seine Richtung, wird mehrmals gestreut und verlässt die Wolke an einem völlig unerwarteten Punkt sozusagen, den man im Vergleich zum Eintrittspunkt. Das heißt, das müssen wir wirklich im Rechner jetzt simulieren. Die Mathematik dahinter ist etwas kompliziert, würde ich mal sagen. Also es ist ein Integral, das man hier lösen muss. Das ist die sogenannte Rendering Equation, so heißt die. Dieses Integral muss man lösen. Man hat also Licht, das entlang eines Strahls sich bewegt. Das Licht wird weniger durch Absorption und auch dadurch, dass Licht rausgeht aus dem Strahl. Es wird mehr Licht, indem Photonen in die Strahlrichtung eingestreut werden und auch durch Emission von Licht. Und das beschreibt genau diese Gleichung. Die müssen wir jetzt nicht im Detail jetzt durchgehen. Aber das Wichtige ist, um dieses komplexe Integral lösen zu können, benutzen wir den Zufall. Das heißt, wir berechnen nicht alle möglichen Lichtstrahlen, sondern wir berechnen nur die wichtigsten Lichtstrahlen und wir lassen den Zufall wirken. Das heißt, wir berechnen uns zufällige Lichtstrahlen. Wenn Sie sich jetzt anschauen, hier in dem Raum zum Beispiel, da wird Licht von den Lichtquellen hier ausgestrahlt und wird von den Wänden reflektiert. Und dieses Licht kann sehr viele Pfade nehmen, um letztendlich in dem Auge aufzutauchen. Das Bild, das in Ihrem Auge entsteht von diesem Raum, kommt durch unzählige Photonen zustande, die sehr komplexe Pfade hier im Raum nehmen, also die immer wieder wie ein Billardball sozusagen mit dem Raum interagieren und vielfach gestreut werden. Die können wir unmöglich alle berechnen, diese ganzen Lichtpfade. Deshalb suchen wir uns zufällig wichtige Lichtstrahlen eben raus und das ist eben das, was hinter diesem Verfahren hier steckt. Deshalb nennt es sich auch Monte-Carlo-Verfahren. Bei Monte-Carlo denken Sie ans Casino. Also der Zufall spielt hier eine Rolle. Und jetzt könnten Sie sagen, ja, durch Zufall, wenn ich jetzt zufällige Lichtstrahlen mir nur berechne, wie kann denn da ein vernünftiges Bild rauskommen? Aus dem Zufall kann doch keine Ordnung entstehen. Das ist aber nicht der Fall, sondern überraschenderweise, wenn man die Physik noch mit reinnimmt, also die Physik des Lichts berechnet, wie wird denn Licht gestreut an den Oberflächen hier zum Beispiel im Raum oder an dem Weichgewebe im Patienten oder an der Anatomie des Patienten. Wenn man das miteinander kombiniert, den Zufall und physikalische Gesetze, dann entsteht ein Bild, wie Sie es hier im Ars Electronica Center in Deep Space sehen. Jetzt was zu den Farben. Der Professor Fellner hat schon gesagt, Franz hat schon gesagt, dass wir ja es mit solchen Schnittbildern hier zu tun haben, wie Sie sie oben sehen. Wir schneiden hier einfach mal von hinten nach vorne durch diesen Patienten durch, ein Ganzkörper-CT eines Patienten. Und es sind ja nur Grauwerte, die wir hier aufnehmen. Es sind ja gar keine Farben im Spiel. Aber die Bilder, die Sie gerade schon gesehen haben, die waren ja farbig. Wie kommen denn hier Farben mit rein? Das ist das, was Franz Fellner schon angedeutet hat. Das sind die sogenannten Transferfunktionen. Wir bilden Grauwerte in Farben ab. Das heißt, wir können den Körper, wir sind jetzt hier unten, sehen, wie Sie eigentlich ja erwarten würden, wie die Bilder dreidimensional aussehen, die aus diesen Schichtbildern hier oben entstehen.
dann würden Sie eigentlich erwarten, dass die nur so grau aussehen, wie wir es hier unten sehen. Aber wir können das einfärben mit Farbpaletten. Und wir benutzen natürlich Farbpaletten, die möglichst natürlich aussehen. So können wir den Körper jetzt zum Beispiel Hautfarben einfärben. Aber das ist nicht das Einzige. Wir können auch die Transparenzen verändern, also wie durchsichtig bestimmte Strukturen im Körper sind. Wir können jedem Grauwert hier oben aus dem Schnittbild eine Transparenz zuweisen über eine solche Farbpalette. Transferfunktion wird die auch genannt. Und damit können wir zum Beispiel die Haut durchsichtig machen. Sie sehen jetzt schon, unter der Haut kommt die Muskulatur zum Vorschein. Auch an Stellen, wo die Haut sehr dünn ist, kommt hier der Knochen auch schon zum Vorschein. Und das können wir auch weiter treiben. Also wir können interaktiv diese Transferfunktion ändern. Und das haben Sie auch gerade schon im Demo gesehen. Diese Farbpalette kann einfach verschoben werden, interaktiv manipuliert werden. Und damit können wir auch zum Beispiel nur sehr röntgendichte Objekte darstellen und aus dem Datensatz rausholen. Und damit gebe ich erstmal wieder zurück zum Franz. So wird seit Jahrhunderten Anatomie unterrichtet und dort sich vom Prinzip her eigentlich seit Jahrhunderten nichts verändert. Es werden Leichen seziert, das ist auch heute noch so. Und diese Methode ist gut und sie wird auch in Zukunft so bleiben. Was wir jetzt noch machen zusätzlich, wir geben noch zusätzliche Informationen, indem wir uns die Anatomie von Lebenden ansehen. Mit dieser Methode mit CT und MR und das zusätzlich dreidimensional dargestellt mit dieser Rendering-Methode. Nehmen wir als nächsten Datensatz den CT-Bronchialbaum bitte. Jetzt schauen wir uns die Sache mal an mit dem Sauerstoff. Warum atmen wir? Die Luft, die brauchen wir überhaupt nicht. Was wir brauchen, ist der Sauerstoff für die Zellen. Der Sauerstoff muss rein und Abfallprodukt Kohlendioxid muss raus. Das läuft jetzt über die oberen und unteren Luftwege die Lunge. Jetzt haben wir, wie es Klaus gerade gesagt hat, die Haut durchsichtig gemacht und wir sehen jetzt durch auf den Brustkorb mit den Rippen. Hier sind die Rippenknorpel zum Brustbein. Brustbein immer praktisch dreigliedrig. Hinten haben wir Schulterblatt. Hier ist die Wirbelsäule. Hier geht es rein in den Wirbelkanal, wo sich das Rückenmark befindet. Und da vorne läuft jetzt runter die Luftröhre. Die raue Trachys, Trachea, die raue Röhre. Da kommen sie von oben und dann teilt sie sich auf in die Hauptbronchien, rechter, linker Hauptbronchus. Und dann werden die Bronchien immer dünner, so wie die Äste von einem Baum. Das ist der Bronchialbaum. Trachea, rechter, linker Hauptbronchus. Jetzt teilen sich die Hauptbronchien weiter auf. Nehmen wir mal die rechte Seite. Oberlappenbronchus, Unterlappenbronchus, Mittellappenbronchus. Auf der rechten Seite haben wir drei Lappen und damit drei Lappenbronchien. Der Mittellappenbronchus, der geht jetzt zunächst erst nach vorne und dann geht er erst zur Seite hin. Auf der linken Seite, Sie sehen schon, stimmt tatsächlich, was in den Lehrbüchern steht. Der rechte Hauptbronchus ist meistens fast immer steiler und kürzer als der linke. Weil links geht es weiter rüber und dass der rechte Hauptbronchus steiler ist, ist ein Grund dafür, warum bei Aspirationen, wenn man das verschluckt, das verschluckte Teil öfters im rechten Bronchialsystem dann landet. Hier ist die Oberfläche der Lungen. Man sieht hier sehr schön, wie die Lungen dranhängen an der Trachea mit den Bronchien wie das Obst am Stiel. Der Bereich, wo es dann reingeht in die Lungen, ist die Lungenpforte, der Hilus. Und hier sehen wir die Lappen, der Oberlappen, der Mittellappen und der Unterlappen. Auf der linken Seite sind es nur zwei Lappen, Oberlappen und Unterlappen, weil hier ist nämlich weniger Platz. Warum? Weil das Herz weiter nach links rüber geht als rechts. Da ist die Bucht vom Herzen und das Herz geht mehr nach links, also weniger Platz. Daher bitte Thorax OK,
haben wir weniger Volumen in der linken Lunge und dort nur zwei Lappen. So, jetzt haben wir den Sauerstoff in der Blutbahn über die Lungen und jetzt muss er in den Körper. Dafür zuständig ist unser Herz, hier von vorne gesehen. In Wahrheit ist das Herz eine 4-Höhlen-Umwälzpumpe mit 8 großen Schläuchen dran. Wir haben 2 Anteile vom Herzen, das rechte Herz und das linke Herz. Auf jeder Seite eine kleine Höhle, den Vorhof und die Kammer. Rechter Vorhof, rechte Kammer, linker Vorhof, linke Kammer. Jetzt kommt das sauerstoffarme Blut hier aus der oberen Körperhälfte, sammelt sich dann in dieser dicken Vene. Die heißt hier Hohlvene, obere Hohlvene. Und diese obere Hohlvene, die liefert jetzt das sauerstoffarme Blut in den rechten Vorhof. Der rechte Vorhof pumpt dann in die rechte Kammer. Und die rechte Kammer schickt sie über diese große Arterie, den Truncus pulmonalis, in die Lungen. Der Truncus pulmonalis, der zieht hier zum Bogen von der Hauptschlagader, Aorta, das ist die Aorta, die kommt aus dem linken Ventrikel. Und hier im Bogen teilt sich dann der Hauptstamm der Lungenarterien auf. Lungenarterien, das ist das Stromgebiet, wo Emboli zum Beispiel einer Unterschenkelthrombose landen und dann zur berühmten Lungenembolie führen. Wenn wir von hinten drauf sehen, dann sehen wir jetzt gut im Aortenbogen, wie sich der Hauptstamm der Lungenarterien teilt in die linke und rechte Lungenarterie und die verästelt sich immer weiter. Über die kommt jetzt das sauerstoffarme Blut in die Lunge. Dort geht Kohlendioxid raus, Sauerstoff kommt rein und dann kommt das sauerstoffreiche Blut über die Lungenvenen. 1, 2, 3, 4 in den linken Vorhof. Jetzt sind wir im Bereich des großen Kreislaufes. Der Lungenkreislauf ist der kleine, der hier ist der große Kreislauf. Sauerstoffreiches Blut kommt vom linken Vorhof in die linke Kammer. Linke Kammer pumpt dann über die Aorta in den ganzen Körper. Nach oben zu geht es über diese drei Gefäße. Der Truncus brachiocephalicus, der teilt sich in die rechte Armarterie und die rechte Kopfhalsarterie. Jetzt haben wir wieder unsere Arteria carotis communis, die wir vorhin gesehen haben, rechts. Dann kommt die linke Arteria carotis communis für Kopfhals. Und dann kommt als drittes Gefäß die Arteria subclavia für den linken Arm. Rechter Arm und Kopfhals haben einen gemeinsamen Hauptstamm, während allermeistens für die linke Seite die beiden Arterien Kopfhals und Arm getrennt verlaufen, warum auch immer. Dann zieht die Aorta nach unten entlang der Brustwirbelsäule in den Bauchraum. Und hier sehen wir das linke Herz mit der Hauptschlagader, Aorta, Aortenbogen. Blau ist die Luft in den Lungen, wir sehen die Bronchien. Und wenn wir dann weiter nach hinten gehen, dann kommt relativ weit hinten der linke Hauptbronchus. Also hier im Aortenbogen, da spielt es sich ab. Da ist drinnen die Aufteilung der Lungenarterien, der Pulmonalarterien und der linke Hauptbronchus. Bitte umschalten auf CT Vancouver. Jetzt bringen wir noch das Blut in den Körperstamm und die untere Körperhälfte. Also die Aorta ist aus dem Brustraum runtergezogen, durchbricht das Zwerchfell, so wie die Speiseröhre. Und dann nennen wir sie Bauchaorta. Hier sehen wir die Muskulatur als erstes. Da ist der Brustmuskel, der Pectoralis major fürs Bankdrücken. Hier ist welcher Muskel? Der gerade Bauchmuskel, der Rectus Abdominis, da ist der Nabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fertig ist der Sixpack. Daneben ist der schräge Bauchmuskel. Hinten haben wir den kräftigen Rückenstrecker. Der läuft dann unter dem großen Rückenmuskel, dem Trapezius hier. Daneben haben wir den breitesten Muskel, den Latissimus dorsi, unter anderem um die Arme nach hinten zu bewegen, um die Schürzen zu binden. Früher Schürzenbindermuskel genannt, hat jetzt keinen Sinn mehr, weil die Leute keine Schürzen mehr tragen. Die ganz alten Anatomen haben ihn gleich genannt, wie es ist, Aaskratzermäuslein,
Muskel ist Mäuslein. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Aorta an. Kommt aus dem linken Ventrikel, hier ist der Aortenbogen mit den Kopf-Hals-Armgefäßen. Und jetzt im Bauchraum haben wir relativ viele kräftige Arterien. Die hier teilt sich auf, 1, 2, 3, die versorgt den gesamten Oberbauch. Gemeinsame Leberarterie, linke Magenarterie und Milzarterie. Direkt darunter kommt die Mesenterica superior. Die versorgt uns jetzt die weitesten Abschnitte vom Darm, den ganzen Dünndarm und Teile des Dickdarms. Und der letzte Teil vom Dickdarm, der wird dann von dieser winzigen Arterie hier versorgt, der Mesenterica inferior. Hier sind wir in Höhe vom Nabel und hier teilt sich dann die Bauchschlagader auf in die rechte und linke gemeinsame Beckenarterie, Arteria iliaca communis. Und die hat dann im weiteren Verlauf einen kräftigen Ast, den sie abgibt. Das ist die Iliaca interna. Die teilt sich dann auf und versorgt die Beckeneingeweide auf beiden Seiten. Während die Hauptarterie als Iliaca externa weiter verläuft zum Becken, knöchernen hier. Und ab hier nennen wir sie dann Femoralarterie und dann geht es weiter runter bis zu den Beinen. Das ist die arterielle Situation, wo sauerstoffreiches Blut in die Zellen kommt. Natürlich, jetzt sind Sie ja schon erfahren in der Anatomie, jetzt legen wir ein bisschen was zu an Information. Die Arterien kennen Sie, der Truncus ciliacus mit seinen drei Arterien für Oberbauch, die Mesenterica superior. Und jetzt nehmen wir die Venen dazu. Da ist nämlich jetzt wird es plötzlich dann eng. Unter der Milzarterie verläuft die Milzvene. Die Milzvene trifft dann die Venen, die das sauerstoffarme Blut vom Darm das nährstoffreiche Blut vom Darm sich holen. Und die beiden miteinander bilden die sogenannte Pfortader. Was an sich ein falscher Name ist, weil diese Pfortader ist eine Vene, die Vena Porte. Und diese Vene bringt jetzt das gesamte nährstoffreiche Blut zur Leber. Hier haben wir die Äste in der Leber. Und dort wird jetzt verstoffwechselt. Und von der Leber aus geht es dann über die untere Hohlvene wieder in den rechten Vorhof. Und so dicht geht es dann zu an diesen großen Gefäßen hier. Arterie, Vene. So verschlungen sind die hier ineinander. Bitte umschalten. Bitte schön. Ja, Sie haben vielleicht noch das Bild von Dürer in Erinnerung. Und Sie haben gesehen, wie wir dort Lichtstrahlen verfolgt haben und Punkte auf einer Leinwand zu markieren, um dann eben dieses Bild der Laute zu erzeugen. Jetzt haben Sie vielleicht gemerkt, dass es ein bisschen dauert, bis hier das Bild scharf wird sozusagen. Und nicht scharf wird, aber bis es rauschfrei wird. Das sieht ein bisschen verrauscht aus am Anfang. Und wenn dann der Franz ein bisschen das Bild stehen lässt, dann wird es feiner. Das liegt daran, dass wir hunderte bis tausende solche Lichtstrahlen pro Pixel dieser Leinwand hier verfolgen müssen. Also im Gegensatz zu dem Dürerbild, wo vielleicht 100 oder 200 solche Strahlen verfolgt werden, müssen wir hier für diese Leinwand, für jedes Pixel Strahlen verfolgen. Und nicht nur einen Strahl für jedes Pixel, sondern hunderte bis tausende von solchen Strahlen. Und das dauert manchmal ein bisschen. Auch wenn die Rechner, die hier installiert sind im Ars Electronica Center, sehr leistungsfähig sind, braucht es ein bisschen. Das ist ein bisschen zu vergleichen mit einer Kamera. Wenn Sie fotografieren, dann wissen Sie, dass Sie eine gewisse Belichtungszeit brauchen bei schlechten Lichtsituationen, um rauschfreie Bilder zu bekommen. So ähnlich ist es hier auch. Wir müssen das Ganze ein bisschen stehen lassen, damit wir mehr Licht einfangen auf unserem virtuellen Detektor, den wir im Computer definiert haben, um dieses Bild entstehen zu lassen. Und wenn Sie sich jetzt diese Leinwand anschauen, dann ist die natürlich enorm groß, nicht nur von den Ausmaßen, sondern auch wirklich von der Auflösung. Das sind ja hier mehr als 8000 mal mehr als 4000 Pixel. Das heißt, wir haben über 32 Millionen Pixel hier. Also wirklich, für jedes dieser Pixel müssen wir diese Strahlen erzeugen und für jedes der Pixel müssen wir hunderte bis tausende solche Strahlen erzeugen und verfolgen. Also Sie sehen, das ist ein enormer Rechenaufwand. Und ich habe jetzt sogar vernachlässigt, dass wir zweimal diese Anzahl der Pixel berechnen müssen, weil wir müssen ja ein Bild fürs linke Auge und ein Bild fürs rechte Auge berechnen. Die sind ja leicht versetzt, die Bilder. Jetzt was zu Oberflächen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Knochen darstellen wollen, dann waren die Bilder, die wir bisher bekommen haben vor Cinematic Rendering, sahen so aus. Auch nicht schlecht,
aber es sieht eigentlich nicht sehr natürlich nach Knochen aus. Es sieht ein bisschen nach Plastik aus, ein bisschen zu künstlich, würde ich sagen. Und das liegt daran, dass bisher die Interaktion des Lichtes nur an der Oberfläche hier modelliert wurde. Also das Licht trifft hier auf der Oberfläche auf und wird hier reflektiert an der Oberfläche. Am Knochen wird das Licht reflektiert. Alles Licht, was in den Knochen eindringt, wird absorbiert. Also es wird sofort in Energie umgewandelt. Es findet keine Interaktion des Lichts innerhalb des Objekts statt. Deshalb sahen die Bilder bisher eigentlich so aus. Und jetzt beobachten Sie mal, was passiert, wenn wir auch zulassen, dass Licht in die Oberfläche eindringen kann und dort in der Oberfläche, in dem Objekt streuen kann, also innerhalb des Knochens streuen kann. Wenn wir das jetzt mal umschalten, dann sehen Sie, es sieht sofort ganz anders aus. Also es ist wirklich hier kein Oberflächenrendering, sondern volumetrisches Rendering. Und wir berechnen jetzt wirklich, wie das Licht hier eindringt in den Knochen, im Knochen reflektiert wird oder gestreut wird und an einer völlig anderen Stelle zum Beispiel auch wieder rauskommt aus dem Knochen. Sie sehen, hier dringt es ein, hier kommen Lichtteilchen aus dem Knochen raus. Das führt eben zu dieser Darstellung, wie wir es jetzt auf der linken Seite sehen, von, ja, die eher wie Marmor oder wie Ivory, also wie natürliche Knochendarstellung. Wenn wir uns das gleich jetzt für die Haut anschauen, dann sehen Sie auch hier das traditionelle Verfahren, das will da nur an der Oberfläche die Lichtinteraktion berechnet, führt zu auch wieder einem sehr unnatürlichen Aussehen der Haut. Wenn wir jetzt wieder dahin gehen, dass das Licht in der Haut wirklich gestreut werden kann, dann kommen wir zum sehr natürlicheren Bild. Sie sehen sogar, wie das Licht hier durch das Ohr streut. Und das kennen Sie, wenn Sie mal Ihre Hand zum Beispiel gegen das helle Sonnenlicht halten, dann wissen Sie genau, wie das Licht hier auch wirklich durch die Haut durchscheint und durchstrahlt. Und das wird hier also wirklich simuliert. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, der erste volle 90-Minuten-Film, computeranimiert, war, wie Sie wissen, Toy Story. Und es ist kein Zufall, dass damals, 1995 war es, glaube ich, als Toy Story rauskam, Spielzeug als Protagonisten eingesetzt wurde. Warum? Weil Spielzeug nun mal aus Plastik und Metall hauptsächlich besteht und da genau dieser Effekt eintritt, dass Licht nämlich wirklich nur an der Oberfläche interagiert und nicht in das Metall oder in das Plastik eindringt und unter der Oberfläche interagiert, was die Berechnung wesentlich komplexer macht. Aber wir hier für diese CT-Datensätze, die ja das komplette Innere des Körpers repräsentieren, müssen solche Interaktionen des Lichts im Körper berechnen und damit haben wir einen enormen Rechenaufwand, den wir hier treiben müssen. Ja, jetzt was zu Licht. Sie haben vielleicht im Hintergrund beobachtet, wenn Professor Fellner da gedreht hat, dass da im Hintergrund immer Bilder waren von der Anatomie. Das war nicht nur einfach so ein Hintergrundbild, wie man es von einem Windows-Desktop oder sowas kennt, sondern das war wirklich das Licht, in dem der anatomische Datensatz geschwebt hat. Und das ist eine Technik, die auch aus der Kinoindustrie bekannt ist. Cinematic Rendering deutet ja schon an, dass wir uns von der Kinoindustrie haben inspirieren lassen. Wir konnten aber jetzt nicht einfach Software benutzen, die Kinoindustrie auch benutzt, die Hollywood benutzt, um solche Charaktere zu animieren, sondern wir mussten unsere eigene Software entwickeln. Warum ist es so? Weil diese Personen oder diese Charaktere, die in Hollywood-Filmen auftauchen, das ist nur die Oberfläche modelliert. Also auch wenn das jetzt hier so aussieht, als wäre der komplette Körper hier des Schauspielers modelliert, sind immer nur bestimmte Oberflächen modelliert. Wenn Sie den Gollum zum Beispiel aufschneiden würden, dann würden Sie sehen, der hat keine Organe, da ist nichts drin im Gollum. Das gilt generell für alle computeranimierten Charaktere in Hollywood-Filmen. Aber eine Technik, von der wir uns haben inspirieren lassen, ist das sogenannte Einfangen des Lichts in einem Kugelpanorama. Das sieht man jetzt hier, das sind diese zwei Herren, die fangen mit solchen spiegelnden Kugeln, hier eine spiegelnde Kugel, hier eine diffuse Kugel, während der Aufnahme der Szene mit den echten Schauspielern fangen die Lichtumgebung ein. Also die fangen sozusagen ein, wo kommt Licht her, aus welchen Richtungen wird Licht in die Szene sozusagen eingestreut. Das kann man fotografisch aufnehmen, diese Lichtumgebung. Und dann kann man später in der Nachverarbeitung kann man den digitalen Charakter, das ist jetzt hier Kevin Bacon, falls Sie ihn erkannt haben, aus dem Film Hollow Man von 2000,
kann man in diese Szene einsetzen. Und es sieht nicht so aus wie in früheren Filmen, wo das immer so reinkopiert aussah, sondern es sieht sehr natürlich aus. Warum sieht es so natürlich aus? Weil die Beleuchtung dieses digitalen Charakters, also dieses computererzeugten Charakters, perfekt passt zur Beleuchtung der Schauspieler. Das heißt, selbst wenn Monate später dieser digitale Charakter in die Szene reinmontiert wird, ist er genauso beleuchtet wie die echten Schauspieler. Und das führt eben zu einer sehr natürlichen Darstellungsweise. Das sind, wie gesagt, solche High Dynamic Range, HDR, Panorama-Fotografien, die hier benutzt werden, um das Licht einzufangen. Hier hat ein Fotograf zum Beispiel die Lichtumgebung bei den Uffizien in Florenz aufgenommen. Und wir können jetzt diese Lichtumgebung nehmen. Das ist, wie gesagt, ein Kugelpanorama, ein Panorama, das den kompletten dreidimensionalen Raum abbildet. In dieses Kugelpanorama können wir jetzt unseren Datensatz reinstellen. Und er sieht jetzt aus, als wäre er wirklich hier platziert. Das erlaubt uns jetzt natürlich sehr flexibel zu sein mit Licht und mit Licht richtig zu spielen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir in den OP, in einen Hightech-OP hier in Linz gegangen sind, mit einem Fotografen, den sehen Sie hier. Der hat hier seine Kamera platziert auf dem OP-Tisch und hat so Kugelpanoramen aufgenommen, wirklich fotografisch aufgenommen. 360-Grad-Kugelpanoramen, wie Sie es hier sehen, mit so einem Stativ, konnte alle Richtungen sozusagen fotografisch aufnehmen und damit die komplette Lichtumgebung in dem OP einfangen. Und nachher können wir dann einen Datensatz nehmen, einen CT-Datensatz, und können ihn genau in diese Lichtumgebung einbringen. Und das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen anhören wie Spielerei. Warum will man denn einen CT-Datensatz jetzt in den Uffizien darstellen oder warum will man in einem OP darstellen? Aber wenn Sie daran denken, dass wir in Zukunft auch holographische Brillen benutzen werden, vielleicht haben Sie schon mal was von der Microsoft HoloLens gehört, von einer Brille, die wirklich einem erlaubt, in den Raum ein Hologramm zu stellen, dann möchte man natürlich, dass das Hologramm so beleuchtet ist, wie es zu der aktuellen Lichtsituation in dem Raum passt. Und so können wir natürlich mit solchen fotografischen Lichtumgebungen die Beleuchtung des Datensatzes perfekt machen. Ja, den Teddy, den haben Sie schon gesehen. Mit solchen fotografischen Lichtumgebungen, Kugelpanoramen, können wir jetzt natürlich auch Teddy auf Tour schicken. Und Sie sehen jetzt hier diesen Datensatz, wie er hier in verschiedene Lichtumgebungen eingebracht wurde. Und das Aussehen des Datensatzes ändert sich natürlich entsprechend, je nachdem, wo man ihn reinsetzt. Auch wenn Teddy wirklich nie an dieser Stelle in der Welt war. Mir gefällt ja besonders gut hier diese Lichtumgebung, wo er hier so wirklich ein bisschen verschneit aussieht. Ja, Licht, also mit das Cinematic Rendering ermöglicht uns jetzt mit Licht wirklich zu spielen. Also wir können wirklich, wir haben eigentlich ein neues Werkzeug, was ein Fotograf normalerweise benutzt. Der benutzt wirklich Licht, um seine Szenen in perfekter Weise darzustellen, um seine Porträtfotografien zum Beispiel perfekt zu beleuchten. Damit können wir jetzt auch spielen. Und eine Technik, mit der wir experimentiert haben, ist die funktionelle Bildgebung. Und zwar sind jetzt hier eigentlich zwei Bildgebungen kombiniert. Einmal ist es Computertomographie, also CT, Röntgenbilder, Schnittbilder, die generiert wurden, die zeigen die Anatomie, wie Sie es bisher jetzt auch schon gesehen haben. Aber Sie sehen jetzt, in der Anatomie leuchtet hier was. Und dieses Leuchten wird durch die sogenannte Positronenemissionsbildgebung erzeugt. Das heißt, es wird ein radioaktiver Stoff injiziert. Das ist was, was heutzutage gemacht wird, schwach radioaktiv emittierende Stoff wird injiziert und der sammelt sich an bestimmten Stellen im Körper an und das kann wieder aufgenommen werden mit einem Detektor und so kann man erkennen, wo der Stoffwechsel erhöht ist im Körper. Man kann also feststellen, wo ist erhöhter Stoffwechsel im Körper. Sie sehen hier in der Blase ist was zu sehen, das Gehirn kommt sehr hell raus, das Gehirn verbraucht ja sehr viel Energie, deshalb ist da sehr hoher Stoffwechsel. Aber wir sehen jetzt hier bei dieser Patientin vor allem hier unter der Armbeuge dieses Melanom, was hier andeutet, dass dort eventuell ein Krebs, der auch den Stoffwechsel erhöht, sein könnte. Und das kann man eben mit so einer Bildgebung sehr gut darstellen. Also wir können wirklich eine Bildgebung, mit einer Bildgebung Licht erzeugen, die wir mit einer anderen Bildgebung kombinieren, um solche Bilder zu erzeugen. Der Datensatz hier zum Beispiel oder diese Szene ist hier wirklich jetzt nur mit dem PET, mit den Positronenemissionstomographie-Daten beleuchtet, die hier zum Leuchten gebracht werden. Ja, und wir können noch weiter spielen mit Licht. Wir können auch solche, das Gehirn, wie wir es kennen,
von hinten beleuchten. Wir können also wirklich das Licht durch das Gehirn durchstrahlen lassen, wie man es von histologischen Schnitten auch kennt, die man dann auf Glasplatten legt, die von hinten beleuchtet sind, um so eben Details auch im Gehirn erkennen zu können. Und damit gebe ich zurück zu Franz, weil ich glaube, du hast Jawohl. Auch noch was zum Gehirn zu zum sagen. Zum Schluss Franz. Noch 7-Tesla-Gehirn, bitte. Zum Schluss noch zum Gehirn. Die Brillen bitte nochmal. Unser Gehirn, das menschliche Gehirn, schaut folgendermaßen aus. So wie wir es hier sehen. Ein schöner Datensatz, gemessen an einem 7-Tesla MR am Max-Planck-Institut in Leipzig. Und da sehen wir im Wesentlichen von der Grundstruktur hier, sehen wir ein großes Gehirn. Dieses nennen wir Großhirn. Hinten darunter ein kleines Gehirn, das nennen wir Kleinhirn. Dieses Großhirn unterteilen wir jetzt noch in verschiedene Lappen. Das hier ist übrigens evolutionstechnisch der jüngste Anteil. Den haben wir massiv weiterentwickelt im Vergleich zu unseren Kollegen aus dem Primatenbereich, Schimpansen, Gorillas und so weiter. Das ist der Unterschied im Wesentlichen hier, der bei uns massiv zugenommen hat, dieser Frontalhirnbereich. Neben Großhirn und Kleinhirn gibt es dann noch den uralten Gehirnanteil des Hirnstamms. Und da sind die lebenswichtigen Funktionen drin. Also die Zerstörung des Hirnstamms überleben wir nicht. Da ist alles Lebensnotwendige funktional gesteuert drinnen. Apropos Funktion, wie oft atmen wir am Tag? Ungefähr 10 bis 20.000 Mal, mit etwa Umsatz von 20.000 Litern Luft. Beim Herzen ist es, wie viel pumpt so unser Herz durch den Körper am Tag? Wir haben ja nur 5 bis 6 Liter Volumen insgesamt, aber es wird ja laufend durchgepumpt. Das heißt, das Herz pumpt am Tag so 7.000 Liter ungefähr. Bei 7.000 Litern kann man sich jetzt nicht sehr viel vorstellen. Nehmen wir 20.000 Liter, die Dreitagesmenge. 20.000 Liter ist das Fassungsvermögen eines Milchtankers. Also wenn Sie einen Milchtanker beim nächsten Mal sehen, dann wissen Sie, das ist die Menge, die pumpt mein Herz in 3 Tagen durch den Körper durch. Und wenn Sie jetzt Ihre Gefäße nehmen würden und alle nacheinander aufreihen, dann kommen Sie auf eine Länge von 100.000 Kilometer. Und heißt, mit den Gefäßen alleine in Ihrem Körper kämen Sie 2,5 Mal um den Planeten Erde herum. Und was hier in der Tiefe liegt, im Marklager, das sind die Nervenbahnen, die Axone. Und wenn Sie die alle nehmen, dann kommen Sie auf 5,8 Millionen Kilometer. Also mittlerweile geht es bis zum Mond und zurück und das mehrere Male. Und das zeigt uns total, was die Natur für ein irrwitziger Verpackungskünstler ist. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann freue ich mich, Ihnen ankündigen zu dürfen, die Abmoderation unseres Direktors Christoph Krämer. Ja, herzlichen Dank. Franz Krämer. Cinematic Rendering von verschiedenen Seiten beleuchtet. Ich hoffe, Sie haben, so wie ich, einen unterhaltsamen Abend gehabt. Herzlichen Dank an die beiden Referenten. Bitte. Gerne. Und jetzt hätten wir noch die Möglichkeit, gibt es Fragen an einen der beiden? Irgendwas unklar? Vielleicht das Mikrofon. Jede kurze Frage, über was für Datenmengen reden wir, wenn wir an Menschen so durchscannen? Genau, also wenn wir jetzt an diesen Ganzkörperscan denken, den du gezeigt hast, ne, dieser Unfallpatientin aus Vancouver, die hatte einen Autounfall, da reden wir von ungefähr 1 Gigabyte an Daten, würde ich sagen. Das sind so die größten Datensätze, die wir in der Medizin haben, würde ich sagen 1 bis 2 Gigabyte an Datenmengen, die da zustande kommen. Wir haben ungefähr ja, so um die 2000 Schichtbilder entlang der Körperachse, die aufgenommen werden. Die haben heutzutage mit modernen CT-Scannern 512 mal 512 Pixel Auflösung mit 16 Bit pro Pixel Dynamik sozusagen.
Und damit kommen Sie auf ungefähr auf diese Datenmenge. Sache, die mich interessiert, ich habe dich schon mal vor 2 Jahren gefragt, ich habe es nicht gemerkt, wie lange dauert es, bis es vom CT am Rechner des Arztes in der Qualität, also in der Cinematic Rendering Qualität sichtbar ist? Ja, Franz, du weißt es aus der Praxis, ne? Also es sind wirklich nur wenige Sekunden, ne? Also genau. Der CT-Scanner sind ja heutzutage so schnell geworden oder so schnell, dass sie innerhalb von wenigen Sekunden den kompletten Körper scannen. Also und von hier bis hier knapp 1,5 Sekunden. Genau. Und dann habe ich es gleich im Cinematic Rendering. Genau, dann läuft eine Rekonstruktion, die dauert wenige Sekunden und dann ist es sofort verfügbar. Also es ist keine Vorverarbeitung, weitere Vorverarbeitung. Okay, also das ist nicht so, man muss warten, bis dann das Ergebnis da ist. Und so wie früher Stundenprozess überhaupt. Dagegen nicht. Also wenige allerdings, Sekunden, was natürlich bei einem Unfallpatienten extrem wichtig ist, weil ja, jede Sekunde. Wobei natürlich im wirklichen Leben die Bilder werden ja, kommen die axialen Dünnschichten, die Querschichten raus, da müssen die von den RTs bearbeitet werden. Sagittale koronare Rekonstruktionen, das nimmt schon ein paar Minuten in Anspruch. Aber wenn ich die Daten in Cinematic lade, in aber ein paar Sekunden habe ich die erste brauchbare Bildqualität. Genau, und bei MR-Bildgebung ist es etwas länger, weil eben MR generell ein bisschen eine langsamere Bildgebung ist. Von der Messzeit her. Genau, also da hat man es dann mit mehreren Minuten, da kann es auch schon mal eine halbe Stunde dauern, bis der komplette Datensatz zur Verfügung ist. Das hängt je nachdem davon ab, was man genau bei MR aufnimmt. Aber es gibt inzwischen auch bei MR sehr schnelle Protokolle, die ein Knie zum Beispiel innerhalb von wenigen Minuten aufnehmen können und dann sind die Daten auch sofort dann für die Weiterverarbeitung in Cinematic Rendering da. In Wahrheit liegt man nach wie vor 20 Minuten bis 60 Minuten in der Röhre. Beim MR. Bei MR. Also 1,5 Sekunden versus 20 bis 60 Minuten. Genau. Und jede Bildgebung hat natürlich Vor- und Nachteile. CT, wie gesagt, sehr schnell, innerhalb von 1,5 Sekunden, wie du sagst, ein Bild da. MR langsamer, dafür natürlich keine Strahlenbelastung bei MR. Bei MR bessere die Weichteile, die dargestellt werden. Das ist der große Vorteil von MR, während bei CT eher die Knochen, die Blutgefäße, wenn sie kontrastiert sind, die Lunge sehr gut dargestellt werden können. Natürlich auch die Weichteile, aber nicht in dem Maße wie bei MR. So wissen wir genau, was wir wo untersuchen, um die besten Ergebnisse zu bekommen. Seine eigene Wissenschaft, Erfahrungswissenschaft. Dafür braucht man viele Jahre Erfahrung, aber vorher natürlich ein Medizinstudium. Also, ich habe es vorher am Anfang gesagt, wenn Sie in Linz aktuell Medizin studieren, dann ist dieser Raum hier für Sie der Anatomiesaal. Und das ist etwas, was die Studierenden wirklich sehr, sehr positiv schätzen. Also die freuen sich richtig auf Vorlesungen und sagen, hierher zu kommen, das in dieser Form zu sehen, dass es etwas Besonderes gibt, sonst nirgends auf der Welt aktuell. Mal schauen, ob man dieses Erfolgsmodell gemeinsam, also Asetronica, Siemens, Kepler Uniklinikum, in die Welt hinaus exportieren können. Wenn es keine Fragen mehr gibt, herzlichen Dank. Danke, lieber Klaus Engel. Oder, Entschuldigung. Noch eine Frage. Wir haben gesehen, dass wir da schon relativ weit sind. Wo geht die Forschung hin? Was sind die nächsten Steps? Sie meinen jetzt konkret mit dem Rendering oder bei der medizinischen Bildgebung allgemein? Allgemein, also wo treibe ich das Ganze hin? Ich sage mal so, jetzt habe ich ein 3D-Modell, ich kann mal durchklicken. Ich sehe aber noch nicht, dass sich das alles bewegt. Ist das Ziel von der Forschung, dass ich wirklich live mitschaue da drinnen? Das ist sicherlich auch ein Ziel, wo man gerne hin möchte. Also wenn Sie jetzt von bewegten Daten reden, das haben wir jetzt hier nicht demonstriert, aber auch das ist möglich. Also das schlagende Herz ist heute schon darstellbar mit CT zum Beispiel, auch mit MR. Wirklich das so schnell aufzunehmen, die Organe, dass man sie auch in Bewegung sieht. Und generell geht es natürlich die Forschung in Verbesserung der Bildqualität. Bei MR vor allem ist es sehr schwer zu beurteilen, was genau der Gewebetyp ist, auf den man jetzt gerade schaut, in den Grauwerten, die man dort in den Schichtbildern sieht. Da gibt es Forschungsaktivitäten, die versuchen, auch Biopsien wirklich zu ersetzen, dass man vielleicht mit Bildgebung gar keine Biopsie mehr braucht, um festzustellen, ist das ein bestimmter Gewebetyp, sondern man kann das direkt an den Bildern erkennen. Auch in diese Richtung geht die Forschung. Da werden sicherlich noch ein paar Jahre ins Land gehen, aber in die Richtung geht es auf jeden Fall. Das Problem bei der Darstellung bewegter Organe ist, das möchten wir ja schon lange. Das
Problem liegt nicht in der Bildnachverarbeitung, sondern in der Datenakquisition. Mit MR geht gar nichts, weil es zu langsam ist. CT geht, weil es schnell genug ist, heißt aber Strahlenbelastung. Das heißt, ich kann jetzt nicht 15 Mal hintereinander einen CT fahren, weil wir sonst den menschlichen Körper einer unzulässigen Strahlenbelastung aussetzen würden. Daran scheitert das Ganze. Und da sehe ich noch lange kein Land in Sicht. Ich wollte nur wissen, ob das in Linz bereits praktisch angewendet wird an Unfallopfern oder sowas ähnliches. Beziehungsweise, wenn ja, in welchen Krankenhäusern zum Beispiel? Das Cinematic Rendering, das setzen wir ein, bisher ausschließlich im Bereich der Lehre, im medizinischen Bereich in Einzelfällen. Zum Beispiel mit Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen schaue ich mir bestimmte komplizierte Fälle an und der überlegt dann, wie operieren, was machen. Oder bestimmte Gefäßsituationen bei der Aorta. Und natürlich eignet es sich auch ideal, bestimmte krankhafte Veränderungen dem Patienten zu zeigen. Wenn jetzt einer ein Aortenaneurysma hat, dann kann man dem 3D-plastisch jetzt zeigen, wie das wirklich aussieht. Aber das sind Einzelanwendungen im klinischen Bereich. Routinemäßig haben wir derzeit noch keine Einsatz. Wird in die Richtung gehen, die nächsten Jahre, ja. Eine Sache, die ich vor kurzem gesehen habe, ist, dass es mittlerweile auch schon die Möglichkeit gibt, solche Daten sozusagen dann augmented auf den Körper über ein Tablet oder eine Datenbrille zu übertragen, dass der Operateur dann sozusagen eingespielt sieht, den Datensatz. Wie weit sind wir da schon? Ist das? Oder auch ist da sind bei wir der schon nächsten Sitzung im März fragen, weil ja, wir machen das gerade und das soll noch keiner wissen und dann berichten wir drüber. Okay. März wieder. März. Und im März ist auch der ganze andere, die ganz anderen Probleme weg, hat der Professor Fellner vorausgesagt. Schauen wir mal, ob das so passiert. Jetzt, ne? Ja, also im März werden wir dann wissen, wie das geht, aber das sind so Sachen, ich glaube, das ist ganz die entscheidende Frage. Es wird da noch ganz, ganz viel passieren. Interessant ist, dass das Cinematic Rendering vor 5 Jahren haben wir das hier im Tiefspitz das erste Mal hergezeigt. Und da hat man geglaubt, okay, das wird jetzt schnell gehen, dass das eben sozusagen in die Anwendung kommt. Es dauert aber in der Medizin Jahre offensichtlich. Ganz was Normales in der Medizin, das so sehr da. Aber im März werden wir dann erfahren, wie das mit diesen augmentierten Möglichkeiten aussieht. Bin ich schon gespannt. Sonst noch irgendwo Fragen? Jetzt sehe ich wirklich keine mehr. Ja, meine Damen und Herren, mit dieser Melodie verabschiedet sich die Kapelle. Wir hoffen, es hat ein bisschen Spaß gemacht, wünschen Ihnen eine gute Heimreise und bleiben Sie uns treu. Auf Wiedersehen. Beim Hinausgehen bitte die Brillen in den weißen Korb hineinlegen, dann können wir es wieder desinfizieren für morgen. Danke sehr.